Heute gibt es für euch im Unboxing die neue Wootbox und was da so drin ist, das zeige ich euch natürlich wie immer nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und hier seht ihr, sie stehen die neue Wootbox, die ist diesmal ziemlich gut verschlossen, viermal. Und ich würde sagen, ohne lang zu fackeln, machen wir sie gleich mal auf mit dem Unboxing-Messer, dass ich euch zeigen kann, was da so drin ist. Heute wieder im gewohnten Umfeld, nachdem es mit der letzten Box, mit der Geek Gear, etwas zeitbegrenzt war und ich keine Zeit hatte zum Umbauen. So, dann haben wir hier als erstes Item das Wootbox Magazin, das Thema ist hier Space, wie ihr sehen könnt. Da schauen wir dann später rein. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Artikel an. Und zwar haben wir hier Spielkarten, und zwar Biff Tannen's Pleasure Paradise, also aus Zurück in die Zukunft 2. Und die mache ich euch auf, weil die werden hier bleiben. Spielkarten kann man immer brauchen, wenn die Verwandtschaft mal unerwartet vor der Tür steht oder so. So. Und die sind nochmal verpackt. Nochmal verpackt hier. Also, wo ist hier der Anfang? Da ist der Anfang. So, ich zeige euch natürlich jetzt nicht die ganzen 52 Blatt oder wie viel sind es. Ja, es könnten 52 sein, weil Joker auch dabei sind. Nein, wir könnten es 54 sein. Hier mal der Joker als Beispiel. Drei Stück. Dann der König ist natürlich Biff Tannen. Die Queen ist die Lorraine. Der Marty ist der Junge. Das Ass ist das Ass. Und hier seht ihr ein paar Karten, hier 5, nochmal Junge, 8, okay, ein normales Kartenspiel halt, aber halt mit dem Aufdruck von Biff Tannen, der Lorraine und den Marty aus Zurück in die Zukunft. Nette Idee, die habe ich noch wirklich noch nirgends gesehen, die Karten, schauen auch sehr schön aus, sind auch sehr griffig. Dann haben wir hier als nächstes den Wootbox Pin für Juli Space. Und das dürfte, ja, die Marsianer, glaube ich, so ein Raumschiff sein, das hier attackiert. Wenn mich nicht alles täuscht, ihr könnt mich gern korrigieren, wenn es nicht so ist. Aber das dürfte vom Mars Attacks sein, die Szene. Zumindest haben die so geschossen, könnte auch woanders her sein. Dann haben wir hier mal wieder einen Becher, und zwar zu Star Wars, hier, und zwar den Flametrooper Mac, also ein Flametrooper, heute hier sind wir daheim, auf der Tasse. Ah, da hätte ich mir den Hintergrund etwas anders gewünscht, da ist der Flametrooper sehr schwer zu erkennen, da hätte man den Hintergrund vielleicht rot machen sollen und nicht weiß, innen drin ist sie schwarz. Wäre vielleicht besser gewesen, ein roter oder oranger Hintergrund, wie vom Star Wars Schriftzug eben ist. Aber ist nun mal so. Sieht aber trotzdem nett aus. Hier nochmal so Force Awakens Logo. Kann man mal machen. Kann man draus trinken. Das zeige ich euch später. Zum Abschluss. Jetzt kommt erstmal das T-Shirt. Die Box können wir gleich mal nach unten stellen. So. Das T-Shirt ist original Lizenzware. Das ist schon mal nice. Und zwar original Lizenzware zu Hello Apparel Wootbox Exklusiv T-Shirt. Auch hier steht es nochmal drauf. Hello. Und dann haben wir hier einen sehr schönen Print auf dem schwarzen T-Shirt.
sieht sehr gut aus. Und ja, etwas zurück. So. Ein sehr schöner Print. Sieht aus wie so ein Filmplakat aus den 80er Jahren. Auch sehr schön gemacht, finde ich. Sehr schönes Shirt. Auch die Qualität wieder ganz okay für so ein Box-T-Shirt. Da haben wir schon schlechtere gehabt. Dann haben wir hier einen etwas verbeulten, aber trotzdem sehr schönen Funko Pop noch drin. Und zwar haben wir hier den Bender von Futurama mit seiner Bierflasche. Ist hinten etwas verbeult, aber ja, kann ich mit leben. Ich bin ja im Endeffekt Out-of-Box-Sammler, beziehungsweise momentan sind sie noch alle Inbox. Ich bräuchte Platz, aber der Bender, sehr schön hier aus Futurama. Dazu wird es natürlich wieder einen Quick-Look geben, wie immer zu den Funko Pops. Dann hole ich mal das Woodbox-Magazin raus. Lass mir hier reinschauen, weil das war jetzt der letzte Artikel. Dann machen wir hier auf. Dann haben wir hier natürlich wie immer die Einleitung. Dann hier einige Woodbox-Abonnenten. Auch sehr gut. Sehr schön. Immer wieder einige drin. Manche kennt man, manche kennt man nicht. Dann ein Review zu Detroit, denke ich mal, soll das sein. Ein Artikel auf jeden Fall. Dann die Mega Woodbox, wo ich immer noch kein Unboxing dazu gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es die auch wirklich gibt, aber da wäre diesmal ein Stuhl drin gewesen, den würde ich mir auch zulegen. Na, die Seiten sind hier etwas. Ah, jetzt. Dann haben wir hier die Auflistung der Artikel. Den Funko Pop für 15 Euro. Lass ich mir eingehen. Entschuldigung. Dann haben wir hier Back to the Future Kartenspiel. Das ist gleich mal mit 10 Euro veranschlagt. Naja, ich weiß nicht. Mehr wie 5 hätte ich eigentlich dafür nicht bezahlt. Muss ich sagen. Das T-Shirt hier ist mit 20 Euro veranschlagt. Lass ich mir eingehen, weil es ein Lizenzprodukt ist. Dann haben wir hier eine offizielle Tasse. Okay, da hätte es noch andere gegeben. Die wie BB-8 wird nicht schlecht ausschauen und die vom Vader nicht. Und den Hintergrund von BB-8, dieses Rot-Orange, hätte ich mir auch für den Flame Trooper gewünscht. Dann könnte man den Trooper etwas besser erkennen. Aber ist ja nun mal so, dass sie weiß ist. Und jetzt haben wir sie und zum Kaffee draus trinken reicht alle mal. Wert 8 Euro, also geht eigentlich ganz günstig. Dann haben wir hier den Pin noch, der ist mit 4 Euro veranschlagt. Und das nächste Box-Thema ist wohl Deadpool oder Marvel. Eins von beiden, ich denke mal eher Deadpool. Und dann war es das auch schon mit der Box dieses Mal. Und natürlich könnt ihr mir wie immer eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wer es noch nicht ist, darf gerne den Abo-Button drücken. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, der zu meinem Kanal hinzukommt. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö und auf Wiedersehen.